Hey Leute, ich bin's Conny und ich habe vor 3 Wochen ein Video hochgeladen, in dem ich zeige, wie man so einen Bannhammer erstellt und habe da drin einen Bannhändler benutzt, aber ich habe euch nicht gezeigt, wie dieser Bannhändler denn funktioniert. Das hat einen ganz einfachen Grund, dass dieser Bannhändler hier nicht funktioniert. Ich habe gar keinen Bannhändler geschrieben, wie gesagt, das war nur beispielhaft, um zu zeigen, dass man den so integrieren kann. Aber in dem Video zeige ich jetzt natürlich, wie man so einen Bannhändler schreiben kann, damit er auch funktioniert. Und ich habe in dem letzten Video gesagt, macht's am besten mit HD-Admin oder mit dem Bannsystem, das ihr schon habt. Weil ihr kein Bannsystem habt, schlage ich trotzdem vor, ihr macht's mit HD-Admin. Und genau das zeige ich euch jetzt, wie ihr das integrieren könnt in euren eigenen Bannhändler. Ich gehe in die Toolbox, habe hier auf der Startseite wieder HD-Admin von Forever HD, klick darauf, füge zum Spiel hinzu. Da haben wir HD-Admin. Da stelle ich gar nichts ein, sondern wir schreiben jetzt unseren eigenen Bannhändler, der das Bannsystem von HD-Admin mitbenutzt, weil Serverbans und Kicks und so können wir alle selbst verarbeiten. Aber Global Bans, dass man auf allen Servern gebannt ist für eine bestimmte Zeit, das brauchen wir jetzt wirklich nicht machen. Das würde, wenn ihr das zu euren sonstigen zusammengeklauten Scripts noch hinzufügt, sowieso unnötigen Datenverkehr geben. Deswegen nehmen wir das, was ihr wahrscheinlich sowieso schon im Spiel habt, und zwar HD-Admin. So, gehen wir rein in den Bannhändler und fangen dann erstmal an. Als allererstes brauchen wir auf jeden Fall immer Local Players. Und das ist, habt ihr schon erraten, richtig. Game, Doppelpunkt, Get Service, Players. Und jetzt brauchen wir HD Admin. Und HD Admin sieht dann so aus. HD Admin ist gleich. Und HD Admin setzt sich ja selbst zusammen. Und wir müssen erstmal das Main-Modul bekommen, damit wir richtig drauf zugreifen können. Darauf können wir zugreifen über den Replicated Storage. Wir schreiben also erstmal Require und dann in diese Klammern schreiben wir rein. Game Doppelpunkt Get Service Replicated Storage. Dann schreiben wir dahinter Doppelpunkt Wait for Child, weil wir müssen erwarten, bis HD Admin erstmal aufgesetzt ist. Dann sagen wir HD Admin Setup. Dann gehen wir hier wieder nach hinten. Und wenn das Ganze required ist, machen wir ganz hinten dran Doppelpunkt Get Main. Und Main, so referred HD Admin immer gerne auf sich selbst. Also hiermit getten wir dann HD Admin. So, jetzt wollen wir natürlich erstmal Spieler grundsätzlich schon mal aus dem Spiel bannen. Dafür sagen wir jetzt Bannhändler.gebannt. Ist ein Table. Und in den Table schreiben wir die Spieler rein, die wir so oder so bannen wollen. Das kennen wir schon aus HD Admin. Wenn wir hier in HD Admin in die Settings reingehen, können wir auch hier in den Table Banned entweder Spielernamen oder Spieler-IDs reinpacken. Und so machen wir das ja auch. Wir machen es so ein bisschen anders, damit wir später bei der Abfrage nicht so viel Code schreiben müssen. Indizieren wir mit dem Spielernamen oder der Spieler-ID. Das bedeutet, wir schreiben hier zum Beispiel rein, Player 2 soll gebannt sein. Dann sagen wir ist gleich und dann schreiben wir hier gleich den Grund dazu, weil darum. So, und dann wollen wir natürlich auch mit User-IDs indizieren können, weil manche Leute ändern ja manchmal ihre Usernamen, um Bann zu umgehen. Deswegen sagen wir, wenn wir den unbedingt loswerden wollen, zum Beispiel Spieler 3, dann sagen wir hier minus 3, weil die User-ID von Spieler 3, wenn man hier oben auf Test geht, ist tatsächlich minus 3. Ist gleich, ja. Hier müsstet ihr natürlich, wenn ihr einen anderen Spieler bannen wollt, seine richtige User-ID reinpacken, welches meistens irgendwie sowas in der Art ist. Jetzt ist irgendein Spieler gebannt, keine Ahnung, welcher das ist. Aber ich banne erstmal den Testspieler hier mit der User-ID minus 3. Der Bannhändler hat natürlich auch einen Server-Bann-Cache. Und das ist dann einfach nur ein Table. Theoretisch könnten wir den Server-Bann-Cache und gebannt zusammen... Wir packen die zusammen, ist datensparender. Ist ja das Gleiche. Ist ja vollkommen das Gleiche. Und jetzt sagen wir Function... Bannhändler, Doppelpunkt, Serverbann. Das ist ja der einfache Bann, dass man halt nur auf diesem Server, auf dem man sich drauf befindet, gebannt wird. Und der taggt den Spieler ein, der gebannt werden soll. Das ist natürlich Datatype Player. Und den Grund. Und der ist Datatype String. Und da sagen wir einfach self.gebannt. In Anführungsstrichen, dann sagen wir Spieler.User-ID ist gleich Grund. Or no reason given. Weil vielleicht geben wir ja keinen Grund an und dann schreiben wir einfach keinen Grund angegeben, damit wir nicht nil haben, weil nil können wir nicht haben, weil nil bedeutet, dass der Eintrag gar nicht existiert. Deswegen muss schon immer ein Grund angegeben werden. Wir könnten auch einen leeren String stattdessen machen, wenn ihr nicht zugeben wollt, dass ihr keinen Grund angegeben habt. Und als allerletztes sagen wir natürlich noch Spieler Doppelpunkt Kick und schreiben da dann unsere Kick-Message rein, die da lautet You're banned from the server, Punkt, Punkt, Grund, or no reason given. Ach komm, damit wir das nicht doppelt haben, machen wir einfach self-gebannt. So, dann haben wir auf jeden Fall den Grund oder den no reason given String. Und jetzt schreiben wir die Funktion, auf die es ja wirklich ankommt, und zwar den Global Bann. Ich habe in meinem Bannhammer-Tutorial habe ich das Perm-Bann genannt, aber ich glaube Global Bann ist eine bessere Bezeichnung dafür. Also schreiben wir erstmal Bannhändler, Doppelpunkt, Global Bann. Und der nimmt ein Argument mehr rein, und zwar die Snitch, die andere Person bannt. Das ist auch Datatype Spieler. Und dann natürlich wieder den Spieler, der gebannt werden soll. Datatype Player und den Grund. Wir könnten theoretisch noch eine Zeitangabe machen, aber wir gehen hier mit unendlichen Bans, Infinite.
Wenn ihr wollt, könnt ihr im Nachhinein ja selbstständig wieder entbannen. Warum brauchen wir hier eine Snitch? Also warum müssen wir angeben, welcher Spieler diesen Spieler gebannt hat? Weil HD Admin das so möchte. Und wir müssen uns jetzt nach HD Admin richten. HD Admin arbeitet auch immer mit solchen sogenannten Records. Deswegen schreiben wir Local Records. Schreibt es genauso, wie HD Admin das gerne macht. Ist gleich ein Table. Und in dem Table befindet sich einmal die User-ID. Und die ist gleich Spieler.User-ID. Dann die Bandtime. Und da schreiben wir einfach rein Infinite. Als nächstes dann den Reason. Ist gleich wieder Grund. Or. Und wir schreiben wir hier dann wieder rein No Reason Given. Jetzt sagen wir Server. Und schreiben da stattdessen rein All. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob All richtig ist. Können wir gleich nochmal prüfen, aber ich glaube schon. Und dann nimmt das natürlich immer noch das Argument rein. Banned by. Und da müssen wir unsere Snitch reinschreiben. Snitch.UserID. So, jetzt wo wir das Ganze haben, müssen wir jetzt so HD-Admin sagen, es soll gebannt werden. Dafür nimmt man 4 Commands, die ich einfach straight up aus den HD-Admin-Bann-Command rauskopiere. So, und die sehen dann so aus. Einmal HD-Admin get module system data insert stat banland records to add record. HD-Admin get module system data insert stat banland records record. Und dann geht's ums Bannen. Also HD-Admin get module cf format and fire notice snitch ban success snitch name. Ich weiß zwar nicht, warum wir den ban success vor dem Bann callen, aber HD-Admin macht das selber so. Also werde ich da einfach nicht reinspielen und es nachmachen. Und danach HD-Admin, GetModule, CoreFunctions, BanPlayer, SpielerUserID und dann Record. Damit sollten wir es dann haben. Das Einzige, wo ich mir jetzt nicht hundertprozentig sicher bin, ist bei Server, ob das All sein muss oder ich ein anderes Argument reinpacken muss. Aber das können wir gleich nochmal gucken. Und als nächstes müssen wir uns natürlich nur noch darum kümmern, dass unsere Bans auch durchgesetzt werden, wenn die Spieler neu dazukommen. HD-Admin kümmert sich bei dem Global-Ban sowieso selbstständig drum, aber bei unseren Server-Ban noch nicht, weil den Server-Ban handhaben wir selbst. Deswegen sagen wir hier Players.PlayerAdded, Doppelpunkt Connect Function. Die nimmt den Spieler rein, welcher ein Player-Type ist. Und dann sagen wir Local-Grund ist gleich Anhandler.gebannt in eckigen Klammern Spieler.name. Oder, falls wir da nichts finden, sagen wir Anhandler.gebannt in eckigen Klammern Spieler.UserID, weil wir ja mit Namen oder der UserID indizieren, um Leute zu bannen. Jetzt sagen wir if Grund then Spieler Doppelpunkt Kick und dann unsere schöne Message You're banned from this server. Punkt, Punkt, Grund. Wenn es keinen Grund gibt, dann ist die Person auch nicht gebannt. Dementsprechend können wir das einfach so schreiben, das wär's. Es ist ein bisschen doppeldeutig, weil wenn wir eine Person hier oben fest reinschreiben, dann ist sie ja nicht von dem Server, sondern von dem Spiel gebannt. Aber lassen wir es einfach mal sein. Wenn ihr da unterscheiden wollen würdet, müsstet ihr wirklich einen zweiten Table anlegen, den ihr dann Server-Bun-Cache nennt. Aber ich habe es jetzt zusammengepackt, weil es ist einfach weniger Code, den wir schreiben müssen. Und weniger Code ist doch schön. So, wenn ihr das Script, das wir hier jetzt so haben, mit dem Bannhammer aus dem letzten Tutorial vereinen wollt, müsstet ihr den Bannhammer ein bisschen umschreiben. Und zwar die Perm-Ban-Funktion müsstet ihr jetzt in Global-Ban umschreiben. Dann müsstet ihr noch das Argument Hammer-Besitzer als erstes dazu packen. Wenn ich jetzt hier oben auf Test gehe und dann auf Start gehe, dann müssten ja Spieler 2 und Spieler 3 direkt gekickt werden. Das schauen wir uns an. Ich starte den Server. Hier kommt mein erster Spieler, mein zweiter Spieler und der erste schon gebannt, der zweite schon gebannt. Okay, hier. You are kicked from the server, you're banned from the server, weil darum. Und hier haben wir noch, you're banned from the server, you're. Also es funktioniert. Spieler 3 sehen wir hier und Spieler 2 wurden gebannt, weil sie in dem Bann-Cache drin standen. Spieler 1 hingegen ist der einzige, der auf dem Server drauf ist, ist jetzt ganz alleine. Hier Player 1 haben wir und der ist nicht gebannt, der ist auch der Würdige. Aber wir wollen jetzt nochmal gucken, ob der Bannhammer funktioniert. Und dafür kommentiere ich die beiden hier einfach erstmal aus. Starte den Test nochmal und dann gucken wir einfach mal nach, ob das jetzt funktioniert. So. Die Spieler wurden jetzt nicht direkt gekickt, sie sind noch da. Und ich gönne mir dann einfach mal hier Spieler 1, nehme den Bannhammer und hau dem einen auf die Fresse. So, you successfully banned player 1, click to view Banland. Und ich muss Admin sein, um ins Bannland reinzugucken. Na gut, dann clean ich nochmal ab. Und weil es sich hier um keine richtigen Spieler, sondern Leute mit negativen User-IDs handelt, werden sie hier nicht wirklich permanent gebannt. Das wäre ziemlich blöd fürs Testen. Deswegen würde ich das gleich nochmal an einem richtigen Spieler ausprobieren. Und dafür gehe ich hier oben auf View, dann auf Team Create, dann turn ich das Ganze an. Dann gehe ich jetzt auf Home, auf die Game Settings, auf die Permissions und gebe den Usernamen TestBossBoss ein. Da haben wir ihn schon. Drücken wir auf Save, hier oben auf Publish to Roblox und join dann einfach mal dem Spiel. So, wir sind im Spiel angekommen. Jetzt warten wir noch, bis TestBossBoss nachgejoint ist. Da ist er auch schon. Ich nehme den Bannhammer,
Und hau ihn einmal aufs Maul. Und successfully banned. Oh, successfully banned Roblox Conny. Oh, da habe ich wohl den Namen falsch angegeben. Aber Testboss Boss, hier haben wir ihn. Und er ist gebannt Infinite. Das bedeutet, das funktioniert. Banned by Roblox Conny, ban reason dish. Weil wir das so in den Bannhammer eingestellt haben. Er ist gebannt. Und wenn ich jetzt mit Testboss Boss hier auf verlassen gehe, dann wieder auf beitreten gehe. Ich wieder rein und da steht, du wurdest aus dem Erlebnis gekickt. You're banned from all servers. Ban length infinite. Reason dish. Das bedeutet, ich kann hier nicht mehr rein. Ich wurde aus dem Spiel gebannt und das mit HD Admin. Den einen Bug, den wir noch haben, beheben wir und zwar Format and Fire Notice hier. Hier müssen nämlich nicht Snitch Name, sondern Spieler Name rein. Aber das war nur ein Anzeigefehler. Der Bann war trotzdem richtig. Und damit haben wir es dann. Wir haben jetzt unser Bannhändler geschrieben. Ihr könnt mit dem Bannhändler mit Global Bann Leute komplett aus eurem Spiel verbannen. Mit Server Bann könnt ihr Leute von diesem Server, auf dem ihr euch befindet, verbannen. Und das Ganze funktioniert mit unserem Bannhammer zusammen. Also Leute, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst gerne ein Like da, abonniert meinen Kanal für mehr. Bis dann und ciao!